So. Wir haben angefangen mit. Wir haben angefangen mit Königin Myra, der Furchtesserin von Schweden. Und wir haben unseren Sohn übersprungen beim Spielen, weil er gestorben ist, bevor wir ihn übernommen haben. Den haben wir enterbt. Und jetzt spielen wir mit dem Sohn unseres Sohnes weiter. Mit König Botolf Ragnarsson und Königin Ingfrid Lokisdotter von Schweden. Die ist auch mit mir verwandt. Jawohl, das ist meine Cousine. Ich dachte mir gerade schon, die kommt mir irgendwie bekannt vor. Das ist meine Cousine. Wir haben bereits 6 wundervolle Kinder, die in alle möglichen Richtungen verheiratet wurden und oder werden gerade. Warum zum Fick ist der zufrieden? Wie konnte das passieren? Intelligent, stattlich, robust, intelligent. Mit wem ist der verheiratet? Jylland, okay. Ist das irgendein Bündnis, das ich nicht mit. Oh mein Gott, stimmt. Wir hatten ja den kleinen Thor, der Herkules intelligent und stattlich ist. Also eigentlich müsste ich die 2 Söhne loswerden. Also eigentlich müssten wir uns darum kümmern, dass wir die 2 aus dem Weg schaffen. Weil wenn wir mit dem spielen, können wir unser Blut weinen lassen. Naja, loswerden, ne? Also man könnte auch einfach, man könnte ihn theoretisch gesehen auch einfach enterben. Es wäre halt scheiße teuer. Es wäre halt scheiße teuer. Wir können ihn dann auch einfach im Krieg sterben lassen. Ja, mal gucken. Einfach eine Stufe in Schweden bauen lassen, so wie in Italien. was war denn unser letzter Plan? Genau, wir hatten relativ neu das Reich von unserer Oma übernommen gehabt. Und wir versuchen hier auf jeden Fall, wir versuchen hier auf jeden Fall das Hochkönigreich der Nordsee zu gründen. Das ist das Ziel, das wir gerade verfolgen. Und ich würde gerne, bevor ich feudal werde, das Hochkönigreich der Nordsee gründen, weil das eine ziemliche Herausforderung wird. Die Frage, die sich mir stellt, ist, schaffe ich mit diesem Charakter schon den Sprung zum Theologen, um dann die Religion zu reformieren? Wenn ich das machen würde, dann würde allerdings auch nicht mehr der Sohn erben, sondern sie. Was auch krass wäre. Was auch krass wäre. Dann würden wir einfach mit ihr spielen. Und sie ist aber ein Konkubinenkind. Dann ist halt die Frage, wollen wir jetzt reformieren oder reformieren wir in der nächsten Generation? Und wie weit reformieren wir? Wie weit reformieren wir, ist auch so eine Frage. Weil wir haben ja, also, was machen wir denn? Was wollen wir denn da überhaupt mitnehmen? Nächste Gen, nächste Gen. Was wollen wir denn überhaupt haben? Was wollen wir denn überhaupt haben, ist die Frage. Also was für eine Religion? Oder kümmern wir uns dann erst bei der nächsten Generation drum? Wir wollten ja matrilinear haben, ne? Ne, Dr. Egge. Das, was für mich so ein bisschen
schwierig ist. Ich glaube, ich kann keine Schildmeiden mehr haben, wenn ich erstmal matrilinear bin. Ich glaube, das ist so ein bisschen das Problem, weil ich glaube, zur Schildmaid berufen kann ich wegen der nordischen Doktrin Aufritz-Ehre. Oder geht das trotzdem? Weil Charaktere dieser Kultur können Schildmaid werden, auch wenn die Geschlechtsdoktrinen des Glaubens dies eigentlich verbieten. Oh, das kann ich trotzdem machen. Okay, das ist unabhängig davon. Die Auftrittsehre kann ich trotzdem erhalten als Frau. Das geht dann trotzdem. Können die Frauen dann trotzdem noch Schildmaiden werden? Du kannst es nicht mehr machen, wenn du auf weiblich gehst. Vielleicht dann Männer. Das wäre halt ultra schade. Ich weiß nicht, wie sich das verhält. Ich weiß nicht, wie sich das verhält. Hier könnte man die Thing-Treffen rausnehmen. Was ich auch machen werde, weil wir keine Skandinavia-Wahl haben wollen. Ja, da müssen wir auch gucken, wie wir das dann reformieren. Aber Kultur machen wir eh später erst. Bei Gleichgestellt funktioniert das auch nicht mehr. Das gefällt mir nicht, dass das da nicht mehr geht. Ja, wir werden es rausfinden auf jeden Fall. Okay, ich schaue mir jetzt erstmal an, was ich gerade mache. Ich erlerne gerade eine Sprache, das ist schon mal nicht so scheiße. Und ich wollte gegen Estland in den Krieg. Und König, das ist mein Onkel. Ach, das ist mein Onkel. Stimmt. Das war ja, da war ja was. Warum habe ich den nicht schon längst unterworfen? Ach, wir waren ja dann in England am Werkeln, ne? Stimmt, wir waren ja dann in England am Werkeln. Den könnten wir uns jetzt noch nebenbei einverleiben. Ich habe den Erbanspruch auch jetzt schon, oder? Nee, habe ich gar nicht. Der hat aber zu viele Kinder, als dass ich da irgendwie was kriegen würde. Okay, aber wir brauchen... Lasst uns erstmal nach England gucken. Wir brauchen auf jeden Fall erstmal England. Lasst uns jetzt erstmal England stückweise einnehmen. Dem kann ich nicht den Krieg erklären, weil ich gegen den gerade erst unlängst Krieg geführt habe. Dem kann ich den Krieg erklären. Für... das Herzogtum. Kann ich dem... Ach so, das ist der gleiche. Dem gehört da oben alles. Dann werden wir da ein paar Anläufer brauchen. Der kann ich den Krieg erklären für... das Earltum von Dingsterbumstershire. Dem kann ich auch den Krieg erklären für... das hier. Der kann nicht den Krieg erklären für das hier.
Und dann kann ich hier alles ausheben. Und wir verleiben uns England ein. Parallel, weil das braucht uns zu lange. Parallel. Einfach 4 Kriege gleichzeitig. Ach so, man sieht meine Dings da oben nicht, ne? Ja, meine Alerts. Ich hatte das umgestellt und dann da. So solltet ihr es wieder sehen. Ja, jetzt ist es entspannt. Damit sind wir auf jeden Fall gleich durch. Und dann glaubst du, dass dein Char noch 30 Jahre lebt? Das tut doch nichts zur Sache. Ich weiß nicht, was du gerade von mir möchtest. Also ja, auf jeden Fall. 67 kann er auf jeden Fall werden. Aber es ist ja auch völlig, also ist ja auch völlig irrelevant. Es ändert nichts daran, dass ich es einnehmen muss. Ja. Wie soll ich? Ich kann England auf jeden Fall nicht einnehmen, indem ich es nicht einnehme. Ja, das ist das hier. Pat. Das ist das, was das mit den Schildmeinen macht. Die heißt Auftrittsehre. So. Du wolltest ausgebildet werden in... Ränkespiel. Echt? In Ränkespiel? Nun gut. In Ränkespiel. Es ist, wie es ist, ne? Das habe ich dir, also Auftrittsehre ist das, Pat, was du meinst. Auftrittsehre. Das macht die Schildmeiden. So. Kleinkönig hat einen schönen Akzent. Oder den... Ja. Ist ja egal, wer. Der Dude, von dem ich es gelernt habe, ist auf jeden Fall gerade gestorben. Wartet mal. Versucht der gerade hier mein Gebiet einzunehmen? Ich habe noch einen Sohn bekommen. Ach Gott, ich habe noch einen Sohn bekommen. Ah, weil ich eine Konkubine habe. Warum habe ich denn so viele Kinder? Was habe ich denn getan? Ah. Du hast deine Grafschaft vergessen anzugreifen. Ja, mache ich gleich. Mache ich gleich. Gegen was habe ich noch Krieg? Nee, da oben, da greife ich auch an. Die Armee brauchen wir nicht mehr. Bisschen Geld sparen. Haben wir ja nichts von, ne? Läuft der jetzt weg von mir? Der läuft jetzt weg von mir. So. Die wird jetzt erstmal zu einer Schildmaid. Bevor die irgendwen heiratet.
Jawohl. Und dann darf sie heiraten. Aber erst will ich, dass sie den Schild Might Perk bekommt, weil der macht nochmal Kriegsführung und Kampfgeschick. Und das soll sie auf jeden Fall haben. Und wenn die erstmal auf einem anderen Hof ist, dann ist das nicht mehr so leicht zu kontrollieren. Hallo Selina. Echt gucken, wie wir das jetzt gleich machen. Ah, wie viel fehlt mir denn für England überhaupt? Es gibt zwei Trades, die das machen mit dem Schild, meint. Okay. But why though? Also, why? Meine Frau ist schon wieder schwanger. Ich such's gleich nochmal. Danke dir auf jeden Fall für den Hinweis, Pat. Eigentlich such das gleich nochmal raus und gucke, wo die Unterschiede sind. Erstmal müssen wir hier den letzten Krieg auch noch schnell gewinnen. Und so. Dann haben wir jetzt Jorvik unter uns. Genau. Und Lanchester. Und Mercia. Aber den noch nicht. Und den noch nicht. Aber dem kann ich den Krieg noch nicht erklären. Aber dem kann ich den Krieg erklären. Und dem. Wo sind denn die Grenzen von England? Ah, das ist Wales, ne? Das brauchen wir gar nicht mehr. Die Ecke brauchen wir hier noch. Den hier und den hier. Okay, also dem erklären wir den Krieg für Cheshire. Dem erklären wir den Krieg für das da. Was gehört denn noch zu England? Da unten alles. Okay, dann erklären wir dem hier den Krieg für Norfolk. Oder kriege ich das Kleinkönigreich von Ostanglien direkt? Okay. Was haben wir da? Okay. Dann sollte ich diese Kriege jetzt vielleicht erstmal alle gewinnen, bevor ich noch mehr Kriege erkläre. Die anderen englischen Lords, be like. das wird ein bisschen ein größeres Gemetzel werden, potenziell. Da habe ich jetzt ein bisschen viel Staub aufgewirbelt auf einmal. Ja, ich weiß, dass ich da oben 8 von 4 habe. Hört mal auf mit dem Backseaten jetzt, Siggi. Das ist grundlegend hier verboten, auch heute. Und ich will diese Debatte nicht in jedem Stream führen. Mir ist das bewusst. Aber ich nehme erst die ganzen Sachen ein und dann räume ich die Sachen auf. Das ist eine ganz einfache Rechnung. Erstmal einnehmen, dann aufräumen. Du brauchst nur den Königstitel von England, nicht das ganze Gebiet, oder? Ja, aber es macht einfach leichter. Wenn ich das gleich einheitlich einnehme, dann ist es gemacht, so. Also ich werde den Königstitel so schnell wie möglich irgendwie einnehmen, damit ich diese 30 Jahre vielleicht noch voll bekomme. Das werden wir ja gleich sehen, ob das klappt. Aber ich werde versuchen, ganz England auf jeden Fall mir gleich einzuverleiben, weil dann ist das Geheule nachher nicht so groß. Sie können keine Verbündeten rufen, wenn du alle Verbündeten voll verkloppst. Big Brain Time. True. True. Kann man diese Verwaltung, diese Domänengrenze eigentlich irgendwie erhöhen? Mit jedem Rang, den du aufsteigst, erhöhst du. Gleichzeitig kannst du auf Verwaltung gehen. Du kannst dir einen Ehepartner holen, der einen hohen Verwaltungswert hat. Du kannst in der Kulturinteresse mein Bruder ist auch eine Hexe, geil. Es gibt, was das angeht, einige Möglichkeiten, um es zu erhöhen, aber es ist auch nicht groß, also notwendig.
Du hast einfach Vasallen später und das reicht. Und gut ist. Ich brauche deine Nachricht lesen? Hä, was? Was? Wenn man schon mal da ist, kann man ja den Rest auch mitnehmen. Man weiß ja nie, wofür man es noch gebrauchen könnte. Absolut. Und ich habe ja auch viele Söhne. Also ich habe ja auch einfach sehr, sehr viele Söhne. Und das ist ganz gut, wenn meine Söhne alle einen guten Ort bekommen, ne? Wo sie dann auch aufgehoben sind. Gut aufgehoben sind. Oh. Oh. Oh, oh. Grima ist auch ein schöner Name. Tschüss, Brombeer. Grima, Schlangenzunge. Ja, ist auch. Ich finde, Grima ist ein schöner Name. Man darf nicht immer nur das Negative an den ganzen Dingen sehen. Ich finde, Grima ist ein schöner Name. Habe ich damit da unten auch schon Krieg? Nee, ne? Aber hier oben kann ich Sachen einnehmen. Ah, da bewegt sich jetzt die ganze Armee. Der soll das weiter einnehmen und sich nicht bewegen, bitte. So. Das geht eigentlich ganz gut gerade. Verbesserte Angriff, verbesserte Verteidigung, bla bla bla. Haben wir noch einen Krieg, den ich gerade vergessen habe? Nö, da ist nur der Dude, der so ein bisschen am Jammern ist. Der ist ein bisschen stärker. Da schicke ich dann gleich noch ein bisschen mehr Armee runter. Aber ist eigentlich auch alles voll entspannt. Dann können wir ein bisschen hochdrehen. Let's go. Was wird belagert? Warwick. Ach, der versucht da jetzt gegenzuhalten oder was? Nun gut, wenn du meinst. Hallo Kalex. So. Eins ist erledigt. Das ist natürlich entspannt. Hier haben wir die Tochter erwischt. Das müsste echt viel Boni geben gerade, oder? Ja. Ja, ja, ja. Die direkte Tochter erwischen ist immer eine gute Sache. Das haben wir gleich. Mit dem könnten wir uns die Armee hier noch holen. Und hochspazieren und helfen. Um sicher zu gehen, dass wir wirklich jede Schlacht gewinnen. So. Alter, wie schnell wir gerade England fressen, ey. Das ist insane. Ich glaube, so schnell habe ich England noch nie gefressen. So. Rittereffektivität. Mitten im Krieg nochmal hochgestellt. Ist es nicht schön? Geil. Das haben wir gleich. Dann ist da das nächste durch. Und das hier haben wir auch gleich. Dann ist da das nächste durch. Den haben wir jetzt auch gleich. Jawohl. Nice. Alter, ey. Ein bisschen schlecht fühle ich mich. Ich glaube, so klein, also
Ah, geil. Und wir haben Englisch gelernt. Jetzt kennen wir auch die Sprache von dem neuen Gebiet, das wir eingenommen haben. Das ist aber schön. Ja, das ist aber nett. Dass wir das jetzt auch noch schnell gelernt haben. Nice. Und jetzt fehlt nur noch das. Und das sollte jetzt gleich durch sein. 3, 2, 1, let's go. Ah! Ist er gar nicht. Okay, krass. Ist gar nicht direkt durch. Dann holen wir uns noch den Dude, der da oben ist. Ist gar nicht direkt durch. Kleinkönigreich von Wessex müssen wir auch noch einnehmen. Wessex hat mir in Italien gestern so oft den Arsch gerettet, dass ich gerade ein bisschen ein schlechtes Gewissen habe, dass ich den jetzt gleich aus seiner Aufgabe befreien werde. Nee, die Furchtesserin ist gestorben. Der will Hilfe gegen was? Ja. Wo ist das denn? Da hinten? Es geht um das Gebiet? Na gut. Das dürfte kein Problem werden. Wie viele Armeen haben wir da? 3000. Nun gut. Nun gut. So, und du willst da hinten irgendwas machen, ne? Gut. So, was müssen wir uns anschauen? Ah, Ragnar ist erwachsen geworden. Das ist mein Spielererbe. Der ist gar nicht so schlecht, tatsächlich. Okay. Was haben wir denn jetzt hier? Wir haben wir Ostsachsen schon? Jetzt haben wir Ostsachsen. Haben wir Ostanglien schon? Das kann ich noch nicht übernehmen. Okay, haben wir Kent schon? Kent besitzen wir noch nicht. Haben wir noch irgendwas, was ich hätte irgendwie noch abnehmen können? Nein, ne? Wir haben hier, ja, haben wir alle Titel auf jeden Fall. Ich glaube, es können sonst keine Titel mehr schaffen. Aber ich kann das Königreich von England gründen. Wir haben England. Und dann brauchen wir jetzt eigentlich nur noch Dänemark. Ja. Wir haben England, wir haben Norwegen, wir brauchen nur noch Dänemark. Und davon muss ich nur einfallen in das Gebiet von meinem Onkel. Das ist das Leichteste. Wir müssen jetzt nur hier ein paar Sachen vergeben. So. Dann gucken wir mal. Ob es hier noch jemanden gibt, der eines Titels würdig ist. Jarltum von Mercia, mein Cousin, Schwager und Vasall. Ich habe gehört, du bist ein unfassbar guter Dude gewesen bis jetzt. Und neben Mercia kriegst du jetzt auch noch Essex dazu. Weil du bist ein guter Kerl, du bist ein feiner Kerl, ne? Verstehst du? So. Was ist damit? Was ist das für ein Gebiet da drüben? Das ist Jan Mnoda.
in Ostanglien. Ostanglien gehört mir aber noch nicht. Das macht's ein bisschen doof. Was habe ich noch für Herzogstitel, die ich loswerden muss? Uppland behalten wir, Visby behalten wir, Lancaster wollen wir wegwerden. Loswerden, Lancaster. Lancaster sagt man eigentlich dazu, oder? Nicht Lancaster. Westgotland. Das ist drüben. Habe ich noch eine Tochter, die noch keinen Ehemann hat? Das ist keine Tochter. Das sah nur kurzzeitig mit den Haaren so aus. So. Aslaug. Genau. Und für dich suchen wir jetzt noch jemanden. Lancaster spricht man das aus. Lancaster? Ist Lancaster richtig? Okay, ihr sagt Lancaster. Gut, dann habe ich nichts gesagt. Was ist mit dem? Nee, der hat schon Ansprüche. Der ist auch. Kriegen wir nicht irgendwie frisches Blut irgendwo rein? Also frisches Blut im Sinne von. Einfach mal jemand, mit dem wir nicht direkt verwandt sind. So wie Ingvar Allevots. Nee, ich will nicht, dass die einen Titel haben. Wenn die einen Titel haben und das ist nicht innerhalb von meinem Reich, dann ist das wackety wack wack. Häuptlingstum von Belz, wo ist denn das? Wo ist denn Häuptlingstum von Belz? Da unten. Oh. Ich würde halt so gerne meiner Tochter einfach was geben, aber ich kann meiner Tochter nichts geben. Ah. Der Stammbaum ist ein Kreis, ja. Das ist alles. Alles ist ein Kreis, aber das macht es ja noch nicht unbedingt schlecht. Jarltum von Norrland. Häuptlingstum von Finnevit. Die sind halt alle da drinnen. Naja, die ist da oben drinnen. Was ist mit dem? Jarltum vom Westgotland, der hat schon mehr als genug, der Dude. Jarl Halfdan, wo ist der drinnen? Der ist da oben drinnen. Jarl Holmgar, ich habe so viele Jarls. Ich habe viel zu viele Jarls. Wie soll ich denn das alles unter mir vereinen und kontrollieren? Das ist ja einfach eine Katastrophe. Wie soll das denn klappen? Ja, ich gebe dir jetzt einfach, ich kann dir nicht noch einen Jahrtitel geben. Du hast schon zwei Titel. Das wird einfach zu stark, wenn du jetzt noch einen kriegst. Habe ich niemanden mehr, dem ich nicht. Gebe ich meinem Sohn einfach schon einen Titel? Ich kann ihm die Titel alle nicht geben, weil er die eh alle erben würde. Alles furchtbar. Alles furchtbar. Also ich könnte ihn enterben. Ich könnte ihn enterben und ihm dann ganz gezielt einen Titel geben. Das könnte ich machen. Weil ich will ja zu Thor hinkommen. Weil der hat halt Herkules intelligent und stattlich. Und das macht halt Sinn, weil der Dude, also es macht halt Sinn, zu Thor zu gehen, damit wir das Blut weinen können. Das heißt, die zwei muss ich eigentlich beide enterben. Aber ich will, dass beide trotzdem Titel haben. Das heißt, ich würde sie enterben und ihnen dann einen Titel in meinem Reich geben. Ja, das schaffe ich aber nicht, Clemens. Das schaffe ich nicht. Das heißt, der braucht jetzt erstmal eine gute Frau. Wie die hier. Und die ist auch schon in meiner Familie. Stimmt, ich kann einen Sohn auch als Goden einsetzen. Wobei, ich bin mir gerade gar nicht sicher. Mein Haupterben kriege ich halt niemals als Goden eingesetzt. Also den kann ich vielleicht noch als Goden einsetzen. Aber mein Haupterben, der wird das nicht annehmen. Das ist halt die Sache. Der wird das nicht annehmen, Gode zu werden. Und der hat auch schlechte Goden-Stats. Aber die Jüngeren,
die jüngeren Söhne kann ich zu einem, den könnte ich noch immer, der wird auch zur Bildung aus, der wird auch ausgebildet im Bildungsbereich. Den kann ich dann zu einem Goden machen, Tür. Druckmittel habe ich standardmäßig. Druckmittel hast du standardmäßig gegen deine eigenen Kinder, aber gegen den Haupterben reichen dir die Druckmittel nicht, weil er weiß, dass er der Haupterbe ist. Das ist teilweise eher schwierig. Das ist teilweise eher schwierig. So, und jetzt gehe ich hin und sage, du wirst enterbt. Genau, und das findet er jetzt scheiße. Und dann gehe ich aber hin und sage, du wurdest zwar enterbt, aber du bekommst Lanchester. Was hältst du davon? So, damit hätten wir das. Und dann gehen wir hin und sagen, Iva, mein Sohnemann, auch du wirst enterbt, aber auch du bekommst einen Titel. Du bekommst das hier und das hier. Dich macht das nicht so glücklich und ich verstehe das. Das liegt vor allem daran, dass wir Ostanglien noch nicht besitzen. Aber ich verspreche dir, ich werde dir Ostanglien holen. Kann ich jetzt direkt den Krieg erklären? Ich glaube, dem kann ich jetzt dann direkt den Krieg erklären. So, und jetzt ist das mein neuer Spielerbe. Und das ist gut. Und wenn ich jetzt auf Erbteilung gucke, dann setze ich den noch rein, dass er Gode wird. Und dann habe ich nur noch den kleinen Mann. Und damit ist alles schon ein bisschen entspannter. Den müssen wir auch noch irgendwie loswerden. Also wahrscheinlich enterbe ich den auch einfach. Das müsste jetzt... Ah, das ist auch schon so teuer. Junge, ist das teuer. Das lösen wir dann irgendwie anders. Das lösen wir dann irgendwie anders. Den töte ich im Zweifelfall einfach. Das ist dann nicht mehr so der Weltuntergang. Okay. Geil. Und dann schicke ich meine Armee da runter, damit wir den Krieg gewinnen. Und eigentlich... Oh, nee, warte mal. Und dann erkläre ich ihm den Krieg, um mir Dänemark zu holen. Dankeschön, Koscho, für den Prime Sub und ganz viel Spaß hier weiterhin. Dankeschön. Danke, 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 danke schön. Du kannst enterbte Charaktere wieder erben lassen. Also das ist nicht so schlimm. Das war jetzt, also ich spiele normalerweise ohne Enterben. Ich finde Enterben ziemlich schnell, ziemlich wack, um ehrlich zu sein. Aber ich möchte das Hochkönigreich der Nordsee gründen. Und das ist einfach eine ordentliche Herausforderung. Und um das Hochkönigreich der Nordsee zu gründen, habe ich gesagt, okay, wir spielen mit Enterben, bis wir das Hochkönigreich haben. Das ist in Ordnung. Bis wir das Hochkönigreich haben, aber dann nicht mehr länger. Und ich denke, das ist in Ordnung. Hallo, Kondrian.
sind ein schlechtes Gewissen, dass jetzt eine Fraktion eingreift, die ihr ein Spiel zuvor geholfen hat, aber die Familie bringt sie ohne Wimpernzucken um. Ich habe die nicht getötet. Also ich möchte an der Stelle anbringen, dass ich niemanden getötet habe von meinen Kindern gerade. Das ist nicht passiert. Ich habe lediglich Leute enterbt. Oh, meine Tochter ist im Kindsbett gestorben. Die hat Zwillinge bekommen und starb bei der Geburt mit 18. Uff, Baby. Der war halt gerade noch mit mir verdingsterbumstert. Der war halt gerade noch mit mir verdingsterbunkert. Und jetzt ist es halt nicht mehr. Und das ist einfach nur nervig. Ja, ich kann den nicht erpressen, weil ich selber eine Hexe bin. Und hier gibt es eine Unabhängigkeit-Fraktion. Die ist aber militärisch nicht mal ansatzweise stark genug, um was auszurichten. So. Aber der hat jetzt zwei wundervolle Töchter. Und ich habe einen wundervollen Neffen. Und wenn ich die jetzt miteinander verbinde, dann müsste der doch eigentlich ein bisschen wohliger gestimmt sein, oder? Einfach alles schön in die Familie fließen lassen, alles soll ein Kreis sein, dann wird das schon. Ja, ich wollte den halt damit in Schach halten. Ich wollte den halt damit in Schach halten, dass ich ihn mit meiner Schwester verlobt habe. Und das ist halt leider jetzt ein bisschen schief gegangen, weil die halt gestorben ist. Die Frage ist aber, kriege ich dieses Verlöbnis, wer ist denn die, kriege ich die getötet? Ja, geil. Sobald die nämlich tot ist, kümmere ich mich drum, wieder meine Tochter mit dem zu verheiraten, weil dann kann er sich keiner Fraktion gegen mich anschließen. Und wenn er sich keiner Fraktion gegen mich anschließen kann, dann ist er keine Gefahr. Und das ist die Magie. And the circle of life. Da, 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 da. 8 Monate. Dass er seine Hauptstadt auch einfach gar nicht verteidigt, der Dude. Dass er seine Hauptstadt auch gar nicht verteidigt. Also sobald ich ihm jetzt Dänemark abgenommen habe, hat er ja noch Estland. Und sobald ich das gemacht habe, werde ich versuchen, mit dem ein Bündnis einzugehen. Ich denke, dass der richtig gut mit meiner Tochter zusammenpassen würde. Auch Potenzial. Vielleicht sogar besser als mein eigener Vasall. Einfach nur mal so in den Raum gestellt. Kinder dazu zu zwingen, zu heiraten, ist natürlich grausam. Das würden wir hier auf niemals machen. Aber
Ja, haben wir gleich gewonnen. Ich muss mich nachher auch um meine Kerker kümmern. Ich werde wahrscheinlich irgendein Großfest oder so nachher machen. So ein Großbljott. Und einfach mal alles aus meinen Kerkern hinrichten, was kein Geld bringt. Aber erst mal gucken, dass wir jetzt die drei Königreiche haben. Und wenn wir die drei Königreiche haben, dann gucken wir weiter. Aber wenn ihr nur verlobt und dann mit 16 verheiratet, eben. Also ist ja alles in Ordnung. Wer ist denn das nochmal? Ja, nun. Ja, ich würde Victoria auf jeden Fall auch spielen. So. Ich glaube nicht, dass der hier weiter Hilfe braucht. Ich glaube nicht, dass der hier weiter Hilfe braucht. Ich glaube, der wird das ziemlich gut alleine gewinnen jetzt. Ach so, das da oben ist schon meins, ne? Dann werden wir eher hier fahren und das hier einnehmen. Da oben nehmen wir eh schon ein gerade. Hier sind wir auch gleich durch mit dem Einnehmen. Alles gut. Wir haben gerade ein Artefakt geklaut. Bei welcher Belagerung ist das passiert? Ah, da unten. Irgendwo hier, kein Plan, irgendwo hier. Im asiatischen Raum habe ich noch nicht wirklich gespielt bis jetzt. Nee, nee. Das habe ich noch nicht wirklich gemacht bis jetzt. Nee, ich habe noch keinen Hof, weil ich noch ein Stamm bin. Hallo Frau Silla. Wir versuchen jetzt so schnell wie möglich das Hochkönigreich zu erschaffen. Und dann gucken wir weiter. Dann gucken wir weiter. Danach werden wir sicher auch viele Sachen wieder verlieren. So, wie lange braucht das noch? Da sind wir gleich durch. Also, wenn wir da seinen Erben oder so rausziehen würden, ne? Wenn wir da seinen Erben oder so rausziehen würden. Wen haben wir? Eine Tochter und ein Artefakt. Naja, ist auch gut. Okay. Da habe ich gerade nebenbei jemanden gefoltert. Das kann schon mal passieren. So, ist die jetzt tot? So, perfekt. Und jetzt kann ich hier sagen, ich habe eine Tochter. Und diese Tochter, Aslaug und du, ihr passt wundervoll zusammen. Und dadurch sollten wir auch wieder verbündet sein. Ich meine, sind wir so, glaube ich, auch? Nee, sind wir nicht. Aber wenn der meine Tochter heiratet, jawohl. Und jetzt, da er mit mir verbündet ist, weil er wieder mit meiner Tochter verlobt ist, nachdem die andere gestorben ist, kann er sich auch der Fraktion hier nicht mehr anschließen. Und damit habe ich diese Fraktion, die gegen mich war, zerschlagen. Und der war ja halt jemand gewesen, der unangenehm geworden wäre. Nicht gefährlich, aber unangenehm. Und wenn wir uns darum kümmern, dass Unangenehm gar nicht erst übrig bleiben kann, dann ist das the best way, um sicherzugehen, dass das alles passt. So, Oberhäuptling von Skane. Wo greift die mich gleich an?
Die will mich irgendwo angreifen. So, Sohn und Vasall von euch, genau. Das ist der andere Enterbte. Der kann jetzt auch heiraten. Das soll er machen. Das klingt wundervoll. Da unten habe ich keine Armee mehr, da brauche ich keine mehr. Das haben wir durch, das haben wir gleich durch. Hier oben nehmen wir ein. Eine Fraktion gegen euch geschaffen. Eine Fraktion gegen mich aufgelöst. Das ist auch fein. Geil. Wie kann man am besten Fraktionen verhindern? Dafür sorgen, dass deine Vasallen dich mögen. Ist immer grundlegend eine gute Sache, die man machen kann. Aber was auch auf jeden Fall sehr, sehr gut funktioniert, ist, dich mit ihnen verbünden. Entweder sie befreunden, sie extrem einschüchtern, das geht auch richtig gut. Oder dich erfolgreich einheiraten. Also sich einheiraten ist auch unfassbar stark. Wirklich unfassbar stark, weil das eine der besten Formen der, des Verbündetseins einfach ist. Eine der besten Arten, Bündnisse einzugehen. Ich glaube, ich bin hier nicht rechtzeitig in der Schlacht drinnen. Ich will diese Schlacht nicht verlieren. Ich habe eine Schlacht verloren gerade. Das hat mich ein bisschen zurückgeworfen. Aber den kriegen wir jetzt. Ja, jetzt rennt meine ganze Armee in den Rhein. Der Krieg ist vorbei. Und dieser Krieg ist jetzt auch vorbei. Und dieser Krieg ist jetzt auch vorbei. Jawohl. Oh, was? Der Krieg ist immer noch nicht vorbei? Wollt ihr mich rollen? Gut, gut, dann nicht. Dann nicht. Huh? Wie viel denn noch? So. Vasall von euch. Ja, die stellen wir in den Rat. Das passt gut rein. Wir haben neue Vorzüge. Liebesdinge, Dingsterbumster. Das klingt auch gut. Das muss meine Leute stellen. Ich habe zu viel Armee für die ganzen Gebiete. Das ist ein bisschen nervig gerade. Die kleine Maus braucht einen Vormund. Reizend und diplomatisch. Das klingt gut. Ich verliere Land, wenn der Wieso? Um das kümmern wir uns gleich. Was das für ein Problem ist, das schauen wir uns gleich an. Ja, ich habe schon drei religiöse Städte, aber das kostet trotzdem extrem viel Frömmigkeit, die Religion zu reformieren. Hallo, AZ. Das ist eine Fraktion, die Thor haben möchte, auf dem Dingsthron haben möchte. Das sind alle Vasallen von mir, die keinen Fraktionen beitreten können. Das ist halt so krass, ne? Wie viel ich unter Kontrolle gebracht habe einfach. Mein Onkel kann ich nicht, weil ich seine Tochter geheiratet habe. Der kann nicht gegen mich, weil er mit meiner Tochter verlobt ist. Bei der geht nicht, weil die mit meinem Sohn verheiratet ist. Ich weiß gar nicht, warum der nicht kann. Der kann nicht, weil er 14 ist oder aus irgendeinem anderen Grund. Warum kann der nicht? Der ist verbündet durch die Heirat mit auch irgendeine Heirat. Da ist auch irgendeine Heirat. Bei der weiß ich auch nicht, warum es nicht geht. Aber es ist einfach so insane. Meine Freunde, wir haben's. Nee, wir haben den Titel noch nicht. Hä? Fehlt da gerade ein Land? Soll das so aussehen? Ja, ich muss noch 30 Jahre halten. Aber ich bin gerade verwirrt.
Globale Erwärmung, lul. Jetzt. Jetzt. Nachfolger nominieren. Oh Bruder. Oh Bruder, da hatten wir ja was. Nix da, Nachfolger nominieren. So. Ich habe zu viele Gebiete. Ich habe viel zu viele Gebiete schon wieder. Aber ich habe vor allem alle Titel, die wir brauchen. Und ich muss... Was muss ich... Ihr kontrolliert die Region von Nordseeherzland vollständig. Was ist denn Nordseeherzland? Was habe ich denn jetzt noch übersehen? Also muss ich die ganzen Königreiche vollständig einnehmen? Die Sachen. Ah, alles, was hier markiert ist quasi. Also Kent fehlt mir noch und Lindsay Dingsterbumster. Hier fehlt mir noch ein bisschen was. Hier fehlt mir noch ein bisschen was. Okay, also haben wir immer noch nicht alles. Ach, Bruder. Aber du hast ja 30 Jahre Zeit für. Die muss ich nicht 30 Jahre halten, ne? Ich muss nur die Sachen 30 Jahre halten. Das da oben muss ich nicht 30 Jahre halten. At least something. Okay. So. Jarl von Jylland. Ich glaube, die kann auch nicht gegen mich vorgehen. Ich muss hier auch einfach noch mehr Reiche. Ist gerade in einem Krieg. Da habe ich nicht genug für. Aber ihr kann ich jetzt einfach noch einen Titel vergeben. Nämlich kann ich ihr die Sachen geben und das Jarltum. Damit ist die noch ein bisschen mächtiger geworden. Aber ich werde vor allem meine Untervasallen und Vasallen los. Dann kann ich den kann ich nicht übernehmen, weil die gerade im Krieg kämpft, was in Ordnung ist. Dann habe ich hier extrem viele Dudes, die Geld einbringen. 25 hier. Dann haben wir, bevor wir da jetzt lauter Leute freilassen, gucken wir doch mal, ob wir die noch irgendwie davor verheiraten wollen irgendwo, oder? So ein bisschen Geld finde ich ganz gut gerade. Hallo Nico. So, wir werden gerade auch ein bisschen reich. Das ist ganz cool.
So, ich habe immer noch viel zu viele Gebiete. Was habe ich denn jetzt alles noch hier, was ich gar nicht haben will? Was habe ich denn noch eingenommen? Ach, hier habe ich Sachen eingenommen, die ich gar nicht haben möchte, ne? Das habe ich ein bisschen übersehen. Und Skane kann ich leider gerade nicht übernehmen. Die ist gerade noch in einem Krieg. Deswegen ist Skane gerade noch ein bisschen doof. Aber die mag mich. Die ist mir gut gegenüber gestimmt. Und der gebe ich jetzt die Sachen in Skane einfach. Und danach gebe ich ihr. Was ist, wo ist denn Borenhol? Ah, das ist das untere, glaube ich. Oder? Ja. Ja, dann kriegt die nachher auch noch einen Titel. Gut. So, wo habe ich denn jetzt noch Titel, die ich nicht will? Häuptlingstum von Livien. Wo zum Fick ist das? Livien, Livien. Ach, das habe ich auch eingenommen. Die zwei Sachen. Hey, die will ich ja gar nicht. Ich will weder Reval noch will ich Livien. Warum habe ich das? Kann ich das meinem Bruder wieder geben? Die können nicht zur Konkubine machen. Das wäre meine Was wäre meine Cousine? Ich glaube, das würde er nicht so gut finden. Aber wenn ich die zur Konkubine mache, verhindere ich damit, dass er damit ein anderes Bündnis eingeht, potenziell. Ja, ist ja egal, wie viele Babys ich noch bekomme. Es tut ja nicht weh. Gut. Seht ihr, und wenn die jetzt ein Kind kriegt mit mir, dann gebe ich dem Kind die Titel, die ich ihrem Vater abgenommen habe. So macht man das heutzutage. So, und mit der. Und mit meinem Sohn, warum nicht? Der mag mich nicht. Ja, ich verstehe, dass der mich nicht mag. Kriegen wir den dazu, dass er mich mag? Wir kriegen den auch nicht dazu, dass der mich mag, oder? Kriegen wir den dazu, dass der mich mag? Was ist denn jetzt da gerade los? Anspruch auf Titel, Kulturakzeptanz, feindselig, Ärger, Verlöbnis gebrochen, Krieg erklärt, Titel übernommen. Ah. Tochter des Konkubine, warum ist der sauer? Das macht nur die minus 20 aus, also. Ich guck mal, ob das klappt. Ich glaube nach wie vor, dass diese Tochter mit meinem Sohn einfach eine ganz gute Kombination wäre. Er sieht das nur noch nicht. Er sieht das noch nicht, aber das wird auf jeden Fall eine ganz, ganz großartige Vereinigung werden. Das wird eine ganz großartige Vereinigung. Ihr werdet schon sehen. So, du bist auch ein großartiger Mann. Du hast soeben im Lotto gewonnen und du bekommst zwei Grafschaften. Einfach so. Cool. Damit bin ich meine überschüssigen Domänen jetzt erstmal alle los.
Wo habe ich nochmal Krieg angefangen? Ah, da hinten. Stimmt, da war ja was. Gut. Okay, dann möchte ich nicht in meiner eigenen Armee kämpfen. Das tue ich nicht. Und kann jetzt auf jeden Fall... Ich würde gerne einen Großbljot abhalten. Ich bin im Krieg, das geht nicht. Ich würde gerne zukünftig einen Großbljot abhalten. Denn ich habe da so ein paar Sachen im Knast, die weg müssen. So, da gibt's noch ein paar, die Geld geben. Der gibt 50. Ja, guck mal, wenn ich ihm das gebe, dann mag er mich doch bestimmt mehr, oder? Das war vielleicht auch einer der Gründe, warum er mich nicht so gern mag. Der hat kein Geld, um sein Kind auslösen zu lassen. Bei beiden nicht. Ach, das ist seine Frau. Guck mal, wir verlegen die... Ah, die ist eh im Hausarrest, ne? Siehst du, der kleine Mann ist auch im Hausarrest. Wer überlebt das? Wir warten, bis du das Geld gesammelt hast, damit du dir dann aussuchen kannst, ob du deinen Erben oder deine Frau auslösen möchtest. Kein Problem. Ich bin ja nicht grausam. Das ist ja alles nur halb so wild. Wir haben ja Zeit. Die sterben ja nicht, wenn sie im Hausarrest sind. Oh nein, wer ist da gerade gestorben? Mein Onkel ist gestorben. Was hat der geerbt? Der hat auch einen Bauernaufstand gerade. Das gefällt mir nicht so gut. Aber ist auch alles nicht so wild. So. Ich habe schon wieder jetzt ein neues Gebiet. Das ist natürlich ärgerlich. So, Jorvik. Das ist schon mein Dude, oder? Jawohl. Titel vergeben. Da. Gehört das da überhaupt rein? Wo gehört denn das überhaupt dazu? Warte mal. Das gehört zu Jorvik. Ja, das gehört zu Jorvik. Ja, siehst du? Kriegst du ganz Jorvik für dich. Großartig. So. Kent. Dem kann ich leider den Krieg gerade nicht erklären. Krieg ich den getötet? Naja, unwahrscheinlich. Aber wenn ja, könnte ich meinen ganzen Schlachtzug ein bisschen beschleunigen, damit ich mich dann in Ruhe absetzen und um andere Dinge kümmern kann. Deswegen gucken wir mal, ob wir den getötet bekommen, stückchenweise. Wer weiß, vielleicht haben wir, wir können ja da schon, ne? Kriegt man richtig das 41%? Na, warten wir lieber, den töten wir anders. Okay, was haben wir noch? Wir brauchen, dieses Gebiet fehlt noch. Ach, das ist natürlich blöd, weil das gehört ja auch meinem Onkel, bei dem ich gerade versuche, eine Freundschaft hinzubekommen. Ach, blöd. Gut, das wird ein bisschen länger brauchen. Bei dem sollten wir auf jeden Fall warten, bis er Bock hat auf mich. Was fehlt uns noch? Diese ganzen Pop-Ups gehen mir so auf die Nerven. Ja, ja, Großblöd machen wir auch gleich. Großblöd machen wir auch gleich. Aber erstmal... Nordsee, Herzland. So, Kent wissen wir, dass wir das brauchen. Okay. Und hier, das hier fehlt noch. Das hier fehlt noch und das hier fehlt noch. Ja, das ist ja, es wird ja langsam, neigt sich langsam dem Ende zu. Vasallentum anbieten, will er nicht. Ja, dein Sohn hat halt leider schon... Ja, dann scheiß drauf, dass ich mit meinem Onkel noch nicht befreundet bin. Das wird eh ein bisschen länger brauchen. Lass erstmal gucken, dass wir uns mit dem anfreunden. Ach, und bei dem kann ich auch einen Gerichtskampf machen. Weil er unzüchtig ist und ein Ehebrecher.
Oder für ein Druckmittel. Los. Und danach Großbjott. So. Mittlerer Anstieg eurer Wahrscheinlichkeit, geringer Verletzungsrisiko. Mittlerer Anstieg. Okay, was haben wir hier? Kein geringes Dings da. Mittel gering, gering kein. Mittel gering. Okay, was haben wir da? Gering kein. Hoher, mittlerer, gering kein. Nice. Jetzt haben wir ein Druckmittel. Ah, aber ich kann Druckmittel nicht nutzen, um ihn dazu zu zwingen, ein Vasallentum anzunehmen. Was schade ist. Okay, wie verläuft das denn jetzt hier? Okay, der hat jetzt schon ein Konkubinenkind. Der hat ein sehr, sehr schönes Kind bekommen. Die ist leider verstorben, aber da sind ja zwei Töchter draus geworden. Und Iliana wäre doch eigentlich was Gutes für hier eine Partnerschaft, oder? Iliana, wie mit deinem Jüngsten hier. Okay, der ist sadistisch, vielleicht nicht mit dem. Und der ist auch schon verlobt. Dann vielleicht mit deinem Jüngsten. Ah, das ist ein Konkubinenkind. Das ist dein Haupterbe, ne? Kriegen wir das getötet? Bestimmt. 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 Dankeschön, Floddy, für die 6 Monate und ganz viel Spaß hier weiterhin. Dankeschön. Dankeschön. Gut, und jetzt müssen wir 30 Jahre überleben. Ich bin 42, ich muss 72 werden. Okay. Wir machen erstmal einen Großbjott. Und bei unserem Großbjott machen wir... Wir laden... Das ist mir zu teuer. Das machen wir vielleicht doch erst ein bisschen später. Dann lasst erstmal eine Jagd machen. Dass ich meinen Prestige hochbekomme und noch Jungjäger werde. Weil Jungjäger gibt mir noch Helf. Und Helf ist gut. Wie groß ist mein, gut ist mein Hofarzt? Gut, okay. Wer ist da gerade gestorben? Ah, okay, das ist irrelevant für mich. Jagdtrophäe klingt großartig. Ich bin krank geworden. Okay, ich bin wieder gesund. Alter, wenn ich vom Teufel spreche, ne? Wenn ich vom fucking Teufel spreche. Eignung gut. Hoftutor. Eignung hervorragend. Verkoster. Ich kann meine Frau dazu zwingen, meine Verkosterin zu werden. Das ist auch hart, aber fair. Stallmeister. Jawohl. Erzjägermeister, jawoll. Hofbaumeister. Der mag mich nicht. Aber ich den eingenommen habe, ne? Schau, du kriegst einen Job von mir, dann magst du mich gleich mehr. Seneschall. Ja, wir gehen jetzt langsam... Die Leute aus. Aber damit haben wir jetzt ein bisschen was auf dem Hof gemacht. Gut. Was ist mit dem Dude? Der hat noch immer nicht genug Geld. Genau, das war der. Und mit dem? Der möchte sich selbst für 100 Gold befreien. Das ist in Ordnung. Wenn die stirbt, verliere ich ein Reich, was mich massiv nervt, weil die irgendwo komisch hin erbt. Und wenn der stirbt,
verliere ich auch ein Reich. Aber bei dem lösen wir es gleich, indem wir, oder leicht, sage ich mal, indem wir einfach das hier machen. Achso, ich wollte dem ja, meine Enkelin wollte ich eigentlich woanders hinschicken, ne? Meine Enkelin wollte ich eigentlich woanders hinschicken. Aber wir haben ja noch Grima, die wir auch zu meinem Onkel schicken können. Schicken wir die mal dahin, der soll heiraten und dann wird das das, dann Högni. Ja, wenn der sterben oder trinken sollte, dann passiert das, das ist nicht so schlimm. Hey, aber das läuft. Das läuft. So, dann setzen wir die jetzt auf, genau, heimische Angelegenheiten, das passt. Und wir wollen jetzt unsere, also in Uppland. Was habe ich denn für eine Kultur? Nordisch. Und was haben wir hier für eine Kultur? Nordisch. Und wenn ich jetzt hier schwindende Kontrolle verringert Steuereinnahmen, erhöhte Entwicklungszuwachs, erhöhte Meinung, Kulturakzeptanzsteigerung. Was würden wir hier kriegen? Gemeindemeinung erhöht, Steuern erhöht, Aufgebot erhöht, Widerstand gegen Siedler, Gemeindemeinung verloren. Und das wäre, dass wir mehr Entwicklung hier reinbekommen. Ja. Mehr Entwicklung ist auf jeden Fall eine gute Sache. Der ist da drüben am Sachen machen, das passt auch. Passt doch alles gut eigentlich gerade. Also es verläuft alles sehr, sehr friedlich und sehr, sehr ruhig. Ich habe noch einen Sohn bekommen. Snorri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Kinder. Neun Kinder. Hat deine Ehefrau einen Job? Kinder? Offensichtlich Kinder. Er möchte ein Spielzeugkreisel haben. Er möchte ein Spielzeugkreisel von mir haben, weil er sagt, das gehört ihm. Und wenn ich ihm das gebe, dann bekommt er Dingsterbumster von mir. Ja, ich brauche das nicht, das Spielzeugkreisel. Bitte, nimm es. Nimm es. Hass mich ein bisschen weniger und nimm es. Ah, und jetzt können wir Skane übernehmen. Nein. Weil die immer noch in einem Krieg kämpft. Ich habe gerade den Spitznamen der Törichte bekommen. Wie konnte ich von die Furchtesserin zu der Törichte werden? Kann mir das jemand erklären? Kann mir bitte irgendjemand erklären, wie das passieren konnte? Ich bin einfach fucking der Törichte. Das tut einfach weh. Also ich sag's euch ehrlich, wie es ist. Das tut einfach weh. Schmerzhaft. Sehr, sehr schmerzhaft. So. Was wir jetzt auf jeden Fall machen können, ist das Großbjott.
Wir laden alle ein. Das kostet 310 Gold. Aber das sollte auch helfen, damit die Leute uns mehr mögen in unserem Reich. Außer vielleicht die törichten Dudes in England. Die werden uns nicht mehr mögen. Aber dafür mag der mich. Schwanenhüter. Der ist an Altersschwäche gestorben. Und jetzt haben wir Jarl Ilva. Okay, na gut. So, möchtest du schon... Es tut mir echt leid, Baksek. Der auch Törichte. Wenn du meine Anfrage angenommen hättest, dann wärst du jetzt schon Teil meines Reiches. Und wenn du Teil meines Reiches wärst, dann, wenn du Teil meines Reiches wärst, dann wärst du jetzt auch bei dem Großbljott eingeladen. Aber du wolltest ja nicht. Es ist schade. Es ist schade, es ist bitter. Es tut mir auch wirklich ein bisschen leid. Aber nur ein bisschen. Es ist blöd. Blöd gelaufen. Du wirst gutes Essen und Alkohol verpassen. Menschenopfer. Es ist schade. Es ist wirklich schade. Ja, es ist wirklich schade. Ach, gut. Damit wäre die Sache den... Oh. Ich würde meine Tochter da trotzdem noch reingeheiratet bekommen. Aber ob ich das jetzt so noch will, ist die Frage. Wenn wir jetzt mal genauer gucken. Also der Vater hat Schleswig. Und Schleswig geht an den kleinen Jungen. Und wenn ich da meine Tochter reinsetze, dann ist das langfristig betrachtet eine gute Partie. Dafür müssen wir jetzt nur auch noch den loswerden. Mörder bin ich ja jetzt eh. Das kriege ich auch nicht mehr weg. Das ist jetzt, wie es ist. Aber jetzt habe ich ein Bündnis mit dem kleinen Mann. Der hasst mich, weil ich seine Mutter ermordet habe. Aber das ist ja erstmal dahin. Wir machen ja auch gerade einen Großbljott. Die sollen sich alle nicht so anstellen. Alle sind spannend. So. Genau. Nur die edelsten Opfer. Nochmal 205. Lass uns einfach nur Menschen töten. Ich will nicht noch mehr Geld ausgeben. Ich habe schon echt viel Geld ausgegeben. War das die richtige Tochter? Ja, ja, ich hatte noch eine Enkelin, aber die habe ich woanders hingepackt. Und ich habe jetzt hier noch eine Tochter, die ganz gute Stats hat, aber das ist ja völlig egal. So, meine Kinder kriegen jetzt fast alle gute Stats. Die ist auch schon unter der Haube. Und ich habe sonst nicht mehr wirklich was. Ich habe alles an Frauen in meinem direkten Umfeld, habe ich verlobt. Also, ich kriege die Sachen nirgendwo mehr hin. So, und jetzt gehe ich in meinen Kerker. Ach du Schande. Menschenopfer auswählen. Menschenopfer auswählen. Menschenopfer auswählen. Das ist ein Kind. Menschenopfer auswählen.
Krieg ich für den Geld? Nö. Menschenopfer auswählen. Menschenopfer auswählen. Und noch einmal. Da ist sein Kind. Für die kriege ich Safe Kohle, oder? Ja. Geld. Für die kriege ich sicher. Ah. Der will doch kein Geld dafür zahlen. Das ist in Ordnung. Das wäre eine gute Ärztin. Die rekrutieren wir. Freilassung verhandeln, rekrutieren und Bekehrung. Das ist ein depressives Kind. Seit 3 Jahren im Gefängnis. Ich krieg gerade Stress, weil ich Leute freilasse. Den muss ich töten, um meinen Stress zu reduzieren. Und was hat die für Ansprüche für das Symptom von Powers? Blablabla. Töten wir. Mein Stresslevel gefällt das gar nicht, dass ich Leute freigelassen habe. Ich töte gerade irgendwie 20 Leute. Und habe 4 Kinder freigelassen. Und die 4 Kinder haben gereicht, dass mein Charakter einfach Stresslevel des Todes bekommen hat. Das kannst du dir nicht ausdenken. Das kann man sich nicht ausdenken. Nun gut. So, und jetzt möchte ich, nachdem wir hier dahin gegangen sind, wechseln wir darüber und gehen auf gesunder Körper und schauen, dass ich 30 Jahre überlebe. Die will meine Tochter Grima dort dabei haben. Ja, die soll spielen gehen. Alter, ich habe so viele Leute getötet gerade. Dankeschön, Insane, für den Prime-Sub und ganz viel Spaß hier weiterhin. Dankeschön. Was hat dein Charakter für Eigenschaften? Sadistisch, ehrgeizig, gesellig, brillanter Stratege, Stratege ausgebildet, aggressiver Angreifer, Mörder, stattlich und intelligent. Grima kam zurück und ist gesund. Ich habe noch einen Vorzug und wechsle jetzt auf Schwerpunkt auf Medizin, auf Gesundheit. Und versuche damit jetzt alt zu werden. Ich meine, es ist ja nicht mehr so lange. Wenn ich jetzt sterben würde. Alter, wie viel ich da verlieren würde, ne? Wie viel ich da auch einfach verlieren würde. Ich meine, ich könnte die jetzt auch noch töten. Also ich könnte den kleinen Jungen töten. Das Konkubinenkind. Mein Charakter ist sadistisch. Das könnte ich umsetzen. Aber es wäre auch ein bisschen wild. Nice, Jetzt haben wir endlich Scan.
Und da war doch, war da nicht so eine ältere Frau drinnen, der ich Titel gegeben habe? Gar nicht mehr. No. Die war das. Tür soll doch Gode werden, oder? Also, der da soll Gode werden. Den könnte ich töten. Und den hätte ich als Backup. Den könnte ich töten, weil das ein Konkubinenkind ist. Das ist halt grausam, aber ist billiger, es in den Erben zu lassen. Ich könnte halt wirklich einen Komplott gegen ihn starten. Dann hassen mich die Leute nicht. Erstmal abwarten, vielleicht stirbt er von selbst. Jo. Es ist halt so grausam, ne? Es ist halt so unfassbar grausam, aber mein Charakter ist sadistisch. Also ist es RP-technisch vertretbar. Und gleichzeitig arbeiten wir halt an diesem Achievement gerade. Und geil. So. Und warum bemühe ich mich eigentlich, dass der mich mag? Ist doch völlig egal, ob der mich mag oder nicht. Kriege ich den jetzt auch noch? Ha, Helgi ist nicht mehr länger mein Arzt. Okay, das ist kritisch. Helgi ist nicht mehr länger mein Arzt, ist kritisch. Warum mag mich meine Cousine nicht? Okay, wir müssen die dazu bringen, dass die mich mag. Das ist kritisch, wenn ich direkt auf dem Hof bei mir Leute habe, die mich nicht mögen. Ich will den nicht unterwerfen. Ich will das Gebiet auf jeden Fall stückchenweise von ihm einnehmen. Nehmen wir die, dann haben wir zumindest wieder eine. Und dann wollen wir dieses Ding hierhin verschieben und hier lokale Armee aus. Lokale Armee müsste gegen den reichen. Konkubine und Menschenopfer, nette Kombi. Ja. Das klingt alles immer so grausam. Das klingt alles immer so grausam, wenn ihr das so sagt. Aber nichts davon ist grausam. Nichts davon ist grausam. Sie hat ein wunderschönes Leben. Sie darf, also so, und jetzt braucht mein Sohn und Erbe, braucht jetzt eine Ehefrau. Und das ist jetzt eine Scheiße. Also das ist jetzt einfach nur eine Scheiße, weil keine ist perfekt genug für ihn. Keine. Seht euch seine Perks an. Ich bräuchte halt eine mit 3 Perks. Die sind alle nicht gut genug. Das wäre frisches Blut. Das wäre frisches Blut. Nehmen wir die.
Wie bekommst du ein so hohes Aufgebot? Ich bin der Norden. Ich bin der ganze Norden. Ich habe mein hohes Aufgebot, weil ich der Norden bin. Hey, Doofkatze. Die Worte einer wahren Mutter. Ja. Deine Konkubine? Hä? Mein Thronerbe bekommt doch nicht meine schon erwachsene Konkubine. Nein. Nein. Jetzt versuchen wir den noch dazu zu bringen, dass der mich mag. Ich habe gerade die Dingsterbumster zu meiner Dingsterbumster abgebrochen. Okay, wartet mal ganz kurz. Ich muss meine Konkubine dazu bringen, dass sie mich mag. Um das kommen wir einfach nicht drum herum. Weil die hasst mich und die ist deswegen in Komplotten stark gegen mich und das finde ich nicht gut. Gleichzeitig will ich aber, dass dieses feine Mädchen ausgebildet wird und zwar ordentlich. Und damit das passiert, muss ich den Dude, wo auch immer der gerade sitzt, da dazu bringen, dass er sie mir rausrückt. Das heißt, wir brauchen Druckmittel gegen ihn. Gut. Und gleichzeitig muss ich hier nebenbei einen Krieg gewinnen. Aber das ist keine Herausforderung, das geht ja parallel. Wir könnten stückchenweise wieder neue Armee uns eigentlich dazu holen. Aber wir haben auch echt viel teure Armee, ne? Eigentlich. Was planen, also was versuchen wir gerade überhaupt zu lernen? Oh, Onaga, in 3 Jahren. Oh. Sexy. Domänenschwelle +1 wäre vielleicht auch was Gutes. Mal so in den Raum gestellt. Ha, Dankeschön, Liz. Wie findet ihr Royal Court bis jetzt? Also ich find's geil. Es gibt relativ viel Kritik wegen dem Preis. Es kommt aber auch ein sehr cooler Podcast am Samstag mit ein paar sehr coolen Leuten, wo wir uns darüber unterhalten, wie wir dazu stehen. So in der Theorie, falls euch das interessiert. Einfach mal so angesprochen. Und danke wegen dem Prime-Sub, der noch reingekommen ist von Insta. Vielen lieben Dank. Das ist noch immer derselbe Run, den wir Montag gestartet haben. Falls du die Furchtesserin meinst, Myra, ja. Ja, ja. Ich poste den Podcast, ich bin zu Gast in dem Podcast, der darüber spricht. Ich weiß aber noch nicht, ob ich das schon leaken darf, wo, wie, wann. Aber es kommt Samstag um 8 in der Früh. Es wird auf allen gängigen Plattformen sein, wie zum Beispiel auch Spotify. Auch dadurch, wenn ihr einen Spotify-Account habt, für euch kostenlos zum Anhören. Und ich werde, sobald er da ist, werde ich euch auf Twitter, im Discord und auf Instagram den Link posten. So. Eigenes Großreich ist meistens leichter. Dark, na, ist die Frage. Ich finde Skandinavien generell nicht so schwer. Also da gibt es andere Kaiserreiche, die wesentlich schwieriger sind. Aber wir versuchen ja zum Beispiel, also ich musste mich zusammenhalten, Skandinavien nicht absichtlich einzunehmen und das mit der Erbfolge anders zu machen, weil ich versuche, das Hochkönigreich der Nordsee zu gründen. Deswegen. Ich dürfte schon Total War Warhammer 3 spielen, ja. Ja, ja, kommt auch nächste Woche ganz viel. Dir fehlen noch die Inseln über England, oder? Also, mir fehlt das hier.
Also hier, Kent ist noch nicht fertig. Oh, ja. Nee, das muss ich nicht einnehmen, glaube ich. Nee, das ist nicht markiert. Nop, 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 nop. Brauche ich nicht. Ich brauche das Gebiet hier. Und ich brauche das Gebiet hier. Vollständig. Und das Gebiet. Also es fehlt mir halt das Gebiet noch. Das hier unten und Kent. Dann bin ich durch. Und dann muss ich England, Norwegen und Dänemark 30 Jahre halten. Das wird eine richtige Herausforderung werden. So. Ah, der prutzische Dude ist gestorben, leider. Wer hat denn jetzt das hier übernommen? Fremder Herrscher. Da drüben. Kriege ich mit dem wieder ein Bündnis ausgehandelt? Nein. Warum? Weil wir einen anderen Glauben haben, weil er keine gute Meinung für mich hat und weil ich im Krieg bin. Mal gucken, wie sich das noch ändert. We will see. Erstmal ja, eher halb so schlimm. Das ist echt ultra schwierig. 30 Jahre ist echt eine Herausforderung. Also ich bin auch echt gespannt, ob wir das schaffen werden. Bin ich echt gespannt. Ich warte jetzt gerade schon, also ich bin jetzt schon in dem Modus, in dem ich mich darauf vorbereite, auf Arzt umzuschuldeln, also auf gesunder Körper und alles, was in die Richtung geht. Ja, das ist ultra gut, wenn die sich anfreunden. Das ist, freunde dich mit allen an, mein lieber Sohn. Das ist eine ganz gute Sache. Ja, die Kleine. Für dich brauchen wir vielleicht auch noch jemanden. Aber meine Söhne landen ja auch woanders. Wir wissen ja noch nicht, wo die landen. Wir wissen ja noch nie, wo die landen. So, der läuft weg von mir. Kriege ich den eingeholt, ist die Frage. Und genau, die müssen nur ein Kind kriegen, dann haben wir damit kein Problem. Wo werde ich? Wird gerade geplündert. Okay, da oben interessiert mich das nicht. So, die ist immer noch ein Problem. Mittelsachsen, wo ist denn das nochmal? Genau. Die ist immer noch ein Problem, weil der Dude noch nicht bei mir drin ist. Ja, aber das Problem ist ja weg, wenn ich das einnehme. Ich muss nur Kent einnehmen. Wenn ich Kent einnehme, dann ist das Problem erledigt. Und ich glaube, dem kann ich auch gleich wieder den Krieg erklären. Also, da müssten wir gleich wieder soweit sein. Aber ich kann auch mal gucken. So, dem könnte ich noch eine Sprache lehren lassen. Das geht gerade noch. Das schaffen wir gerade noch. Lern mal Russisch. Das ist, glaube ich, ganz gut. Einfach hinrichten. Hallo Vikora.
So. So. Und der wird kein Vasallending bei mir annehmen. Ja, das war zu erwarten. Das war zu erwarten. Aber Schleswig. Ich habe nicht genug Geld, um Schleswig zu übernehmen. Mir fehlt 5 Gold, um Schleswig zu übernehmen. Das ist auch einfach nur bitter. Und dem können wir aber auch wieder den Krieg erklären. Aber halt auch wieder nur stückchenweise. Wir können ihm nicht beide Sachen auf einmal abnehmen. Und das finde ich sehr schade. So, aber die bringt mir 10 Gold. Jetzt kann ich den Titel übernehmen. Geil, jetzt ist das mein Titel. Meins, meins, meins. Kann mir die mit der Dominenschwelle helfen? Nee, die ist nicht gut genug. Damit wir die Domänenschwelle hochbekommen. Was heißt, dass ich hier instant weitergeben muss, ne? Ich will dich nicht so stark machen. Die eine hier, das ist einfach zu stark, was das dann wird hier. Ich möchte das lieber ein bisschen aufteilen, weil sonst kriegt mein Sohn hier später Probleme. Das alles in den Griff zu behalten. Du. Du hast gerade einen Titel gewonnen. Gratulation. So einfach geht's. Gut. Diese ganzen Meldungen sind sehr anstrengend gerade. Sie hasst mich nicht mehr auf 100%. Weltklasse. So, und warum wollten wir jetzt wegen Leon nerven? Was war da nochmal mit Leon? Ging es da um irgendein Kind? Warum will ich Dinge über Leon rausfinden? Ah, genau. Ich wollte die für meinen Erben, die da wollte ich an meinen Hof bekommen. Ich wollte die Vormundschaft haben und dafür bräuchte ich ein Druckmittel gegen ihn. Und das kriegen wir gerade noch nicht hin. Das war's genau. Aber das haben wir noch nicht. Okay. Mm-mm. So, Kent. Gib mir erstmal das untere. Es ist insane, wie wir gerade alles fressen. Wir fressen gerade einfach alles. Und das aber nur mit der lokalen Armee. Ich heb nicht mal mehr meine ganze Armee aus. Ich heb nur noch meine lokale Armee aus. Es ist insane. Es ist absolut. Diese Nordmänner sind so stark. Hallo Lucky. Kriegsorden. Das ist das erste Mal, dass wir meine ganze Armee ausheben werden. Dankeschön, Paul. Vielen, vielen, vielen lieben Dank für die 5 Monate und ganz viel Spaß hier weiterhin. Dankeschön, Dankeschön. Kriegsorden. Die haben 7000 Mann. Oh lol, aber meine Armee ist auch stärker. Die haben 7000 Mann. Ach so, weil man die andere gerade nicht sieht, glaube ich, ne? Weil Visibility fehlt.
Die haben 7000 Mann, weil sie einen Kriegsorden haben. Das ist das Praktische daran, wenn du, also wenn ich halt mit Asatru angreife, mit einer asatruischen Religion, und der hat eine andere Religion als ich und meine Religion wird als bösartig wahrgenommen, dann hat er einen Kriegsorden, der für sie mitkämpft. Einen Kriegsorden gründen wäre auch noch was, was wir machen sollten, auf jeden Fall. Oh, das ist voll lieb, Lucky All, ey. Das ist total süß. Aber da kommen wir zumindest mal wieder dazu, unsere Armee zu nutzen. Ist das nicht schön? Und man sieht auch jedes Mal, wie es hier ausrastet, sobald ich im Krieg bin. Wer ist hier im Kerker? Mein Cousin von mir. Gut. Gut, dann kommen wir mit 19.000 Mann. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Ich habe zu viele Herzogtümer. Ah, weil ich Schleswig auch gerade habe, ne? Ja, ich muss Schleswig gleich abwerfen. Machen wir gleich. Jö, ich komme. Los. Let's go. Die Pop-Ups sollen angeblich gefixt worden sein. Naja. Warum ist dein Cousin katholisch? Ich habe so viele Kinder in, all, also in meiner Dynastie. Das passiert schon mal. Oh geil, ich habe gerade Unterstützung von einem Ratsverwalter von mir bekommen. Die hat mir, ich habe gerade Prestige dagegen geswitcht, dass ich eine höhere Domänenschwelle bekomme. Dafür habe ich jetzt einen Gefallen von der, aber das macht ja nichts. Das bin ich auf Verwaltung 10 und deswegen kann ich jetzt 5 Besitztümer statt 4 halten. Das ist mega cool. Oh nein, eine meiner Konkubinen wurde schwanger. Warum ist das noch meine Konkubine? Warum ist die noch Konkubine von mir? Die ist doch gar nicht so krass. Das ist ultra nervig mit den Fraktionen. Ja, Quinsink. So. Und dich nutze ich jetzt als 9 Goden. So. Und jetzt müsste er aus meiner Erbplanung raus sein eigentlich. Ja. Dadurch, dass er jetzt mein neuer Gode geworden ist, ist er jetzt aus der Erbplanung raus. Nice. Sadistisch, gesellig, zufrieden. Es geht schlechter. Es geht schlechter. Damit ist das auch los. Also kannst du halt Schleswig behalten. Nee, das ist ein Herzogtum, das ist keine Grafschaft. Domänenschwelle sind Grafschaften. So, das müssen wir reparieren. Und das müssen wir reparieren. Und dann würde ich meinem älteren Sohn einfach mal... Oh, ich habe eine wertvolle Geisel gefangen genommen und damit ist der Krieg vorbei. Nice, jetzt gehört das untere Ding auch uns. So, jetzt habe ich sowieso wieder zu viele Sachen, weil jetzt haben wir ganz Kent. Kann ich, ich müsste doch, ah, ich habe nicht genug Geld, um gerade ganz Kent zu übernehmen. Jetzt habe ich... Ja, ich will erstmal, so, für die kriege ich 25. Für die bekomme ich auch 25. So, das ist mal das Erste. Cousin, Schwager und Vasall von euch. So, Titel vergeben. Willkommen in Kent. Kent gehört jetzt... Ah, Kent kann ich dir noch nicht geben. Kent kriegst du aber gleich noch. Du hast jetzt erstmal die Titel bekommen dafür. Und du bekommst auch gleich noch Kent.
Ich habe aber noch nicht genug Geld, glaube ich, gerade, um Kind zu übernehmen, oder? Kann ich Kind übernehmen? Ah, Tyr kann auch trotzdem heiraten, stimmt. Ja, der soll sich selber eine Frau raussuchen. Du hast jetzt die. Ja, du wirst, wenn du eine findest, findest du eine raus, wenn nicht, dann nicht. Jetzt kann ich. Ich habe nicht genug Geld, ne? 250 Gold kostet das. Aber das macht nichts. Das kriegen wir dann schon noch. Und hier müssen wir uns immer noch überlegen, wie wir das jetzt in Dänemark fixen. Weil wir haben halt hier. Wir haben halt hier Dinge. Gebe ich das einfach meinem kleinsten Sohn? Gebe ich dem einfach Dänemark? Ich muss ihm noch eine Grafschaft geben davor, anders geht's nicht. Aber gebe ich meinem kleinen Sohn einfach Dänemark, ist die Frage. Wie groß wollen Sie in Schweden eigentlich sein? Ja. So, kann ich dem wieder den Krieg erklären? Nein. Wie lange geht dieser Waffenstillstand hier noch zwangsweise? Ach, der übernimmt das für mich. Das ist ja mega geil. Das ist ja mega geil. Ich muss das gar nicht mehr einnehmen. Das ist ja insane. Mein Cousin macht das für mich. Was ist das denn? Wie schön. Was für ein wundervoller Mann du bist. Gut, dass ich dir meine Tochter gegeben habe. Die hast du dir echt verdient. Ist er dann nicht unabhängig? Nö. Nee, nee. Der nimmt sich ja nur die Grafschaft, weil er sagt, die gehört ihm. Also, man muss halt sagen, hier ist halt Viking und der findet, also, das wird noch spannend werden, weil der Jarl wird es nicht gut finden, dass der Jarl sich das dir holt, weil das zu Viking gehört, de jure technisch. Aber der holt sich das einfach, weil er sagt, will ich haben. Und damit gehört das dann zu meinem Reich. Also, der nimmt das quasi für mein Reich ein. Das ist ultra geil. Das ist ultra geil. Das ist einfach amazing. So. Oh, meine Konkubine. Hat meine Tochter bei der Geburt verloren. Sage. Angelsächsische katholische Populisten. Ey, wir kriegen gleich ein paar richtig große Aufstände. Wir kriegen gleich ein paar richtig krasse Aufstände hier. Da, das. Das wird gleich unangenehm. Das wird gleich richtig unangenehm. Kann ich noch Lübeck einnehmen? Wo gehört denn Lübeck rein? Ah, Lübeck ist einfach so ein eigenes Ding, ne? Will er nicht auch einfach so zu mir kommen? Achso, der ist im Krieg, deswegen will er nicht. Wir für die Fremden. Was, Captain Fuss? Ah, Dankeschön, Turtle Squad, für den Sub, habe ich gerade gesehen. Und Clappy für den Sub und Vikora für die 100 Bits. Vielen lieben Dank, ihr Süßen. Dankeschön, Dankeschön. Weiß ich gar nicht auswendig, Jerry. Weiß ich gar nicht auswendig. Du brauchst Lübeck nicht für die Nordsee.
brauche auch Schweden nicht für die Nordsee. Ich brauche ganz Schweden nicht für die Nordsee. Guck mal, wo Schweden ist. Guck mal, wie es heißt. Also ja, ich brauch's nicht. Das ist wahr. Na und? Wir können das aber haben. Güder ist ein Bastard. So, und jetzt kriege ich die kleine 16-Jährige an meinen Hof. Jawohl, 6-Jährige. So einfach geht das, meine Kinders. So einfach geht das. Und schon ist sie in meinem Hof und wird von mir ausgebildet. Gut, that's good. Das ist sehr gut. Das ist sehr gut. So. Kind. Kriege ich den auch einfach getötet vielleicht? Nee, kann ich nicht probieren, ne? Hm. Ja, der hat jetzt, der verliert hier jetzt gleich. Einfach und legal und ohne Mord und so. Ja. Schurka blüht im Menschenhandel wieder auf. Also das klingt so hart, wie ihr das sagt. Das klingt so hart, wenn ihr das so sagt. Ich verstehe das nicht. Warum sagt ihr das auf so eine harte Art und Weise? Aber es entspricht der Realität. Nein. 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 Nein, nein, nein. Okay, du brauchst nicht noch was, ne? Du bist schon gefüttert. Die hast du auch schon, das passt. So. Na, siehst du, die Kleine da. Die unterstützen wir nochmal. Die machen wir noch ein bisschen größer. Der geben wir jetzt noch Kind. Da unten. Ah, wobei ich Angst habe, dass, wenn ich dir jetzt Kind gebe, weil Mercia so verläuft, gerade, geben wir es lieber ihm. Sonst fangen die noch Streit an miteinander. Das ist besser. Ich finde es gar nicht schlimm, wenn man in Computerspielen Dinge tut, die man in echt nicht machen würde. Also vorwärts, Kannibalismus, Menschen ausrotten, Kinder züchten. Hey Leute, warum hat mir eigentlich niemand von euch gesagt, wie spät es schon ist? Like, honestly. Ich muss gleich weg. Also ich muss jetzt weg. Du hast nicht gefragt. Ich will gar nicht aufhören.